Hallo meine lieben Freunde, willkommen zum nächsten Part Cube Live nach dem Update. Und wir gehen jetzt mal zur E2, mal gucken, was es dort Schönes gibt, was uns dort erwartet. Hier die Insel haben wir ja jetzt soweit erstmal erledigt. Und dann schauen wir mal, wie war denn das mit rückwärts fahren? Ah ja, gut. Ich habe nämlich damals mein Schiff immer kaputt gemacht. Nee. Also wir sind ja schon hier am Ende. Nein. Mein Schiff kaputt gemacht, denn ich bin immer auch gegen die Inseln gefahren. Na komm, 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 komm. Stopp, 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 stopp. Zurück, 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 zurück. Ach Mensch. Jetzt hänge ich ja fest. Das ist ja herrlich. Komm schon. Warum jetzt hier? Jetzt. So, jetzt guck mal, was es auf der E2 gibt. Und so wie es aussieht von der Karte her. Sind wir bald wieder bei der D4 und ihr wisst, was das heißt. Das ist die Insel mit der großen Spinne und da müssen wir noch mal rein. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich diesen, ich möchte jetzt nichts verraten. Ich habe nicht ein Tutorial gemacht, wo ich gezeigt habe, wie man die Spinne im Prinzip besiegt. Und ich weiß aber nicht, ob ich das hier schon gemacht habe oder ob ich das hier dann noch machen muss. Das werden wir dann sehen, auch was ich für viele Muscheln aufmachen kann. Das wird auch noch interessant werden. So, wir gehen zum Westen. In Richtung Westen. So rum lieber. Besser. Ja, und auf jeden Fall kommen wir dann zur Spinne und da gibt es noch einiges an Gold, was ich mir holen möchte. Und was ich auch unbedingt dringendst brauche. Ach so, wir haben jetzt kein Silber. Wenn wir jetzt unterwegs kein Silber finden, das wäre schlecht, weil dann kann man das Gold nicht abbauen. Da müssen wir jetzt mal gucken. Da bin ich mal gespannt. Es wäre cool gewesen, wenn hier bei dem Ladebildschirm, wer die letzten Videos nicht gesehen hat, der Ladebildschirm hat sich übrigens ja sehr, sehr gut verkürzt von 1 Minute auf 38 Sekunden. Ja, wenn man den Ladebildschirm hier durchklicken könnte, was man denn so craften könnte, weil gab es noch irgendwas vor Silber? Also es gab ja Holz, klar, Stein. Und dann kam, glaube ich, Silber. So, Karte. Moment. So, da bin ich wieder. Mein Gamepad war jetzt fast leer. Und ich habe gerade gesehen, dass ich nichts, das vergessen habe, es in die Steckdose zu stecken. So, gibt es hier irgendwas zu sehen? Moment. Ja, hi. Okay, das ist ein High-Areal. Hier werde ich wahrscheinlich keine Insel. Oh, geil. Es regnet wieder. Wer es noch nicht gesehen hat. Oh, jetzt mit der Sonne. Geil. Oh. Geh weg. Jetzt bricht aber gerade das Bild ein bisschen ein. Also, es hängt gerade echt extrem. Die Framerate bricht gerade ein. Finde ich jetzt nicht so toll. Ja. Toll. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Und ich weiß jetzt auch nicht, wo ich das letzte Mal gespeichert habe. Verdammt. Also entweder war mein Boot jetzt extrem langsam oder die Haie waren extrem schnell. Die kamen ja auch irgendwie größer vor als die normalen Haie. Das muss ich gleich nochmal in der Aufnahme überprüfen. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ja. Mal sehen. Oh, gegrillter Fisch. Das gab es vorher auch noch nicht, oder? Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich werde es wahrscheinlich nie rausfinden, weil ich gucke mir meine alten Videos jetzt nicht unbedingt nochmal an. Aber das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr wissen wollt, wie es angefangen hat, das Spiel, die alten Videos zu gucken, weil das Let's Play, was ich gemacht habe, das waren 40 Parts und dann habe ich erstmal abgebrochen, bis dann das Update kommt. Wir haben auch natürlich jede Insel erkundet. Ach ja, hier sind wir. Gut. Dann haben wir nichts verpasst, dann bauen wir uns jetzt mal wieder nach unten. Kannibalen sind weg. So. Das ist ein Affe. Wo war denn jetzt mein Schüppchen? Fängt es wieder an zu regnen. Ich laufe falsch rum, oder? Ja. Ich laufe falsch rum. Ich muss zu meinem Schiff. Zu meinem Boot.
Aber ich hätte gedacht, dass sie das ein bisschen vereinfacht haben oder ein bisschen, dass das Boot, dass es länger hält oder irgendwas, halt einfacher, dass man das Boot baut. Da ist leider nichts passiert, finde ich schade. Ganz ehrlich, finde ich echt schade, weil das ist so ein kleines Problem, was einen aufhält, wenn man gerne weiterkommen möchte. So, auf ins Boot. Na komm. Hallo? Das haben sie auch nicht geändert. Jetzt. So. Dann gehen wir mal nach. Hey, ich wollte nach hinten. Rückwärts. Ach, jetzt geht das schon wieder los, dass ich hier hänge. Das ist wie beim Ausparken und Einparken. Ja, das wird was. Komm, 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 komm. Okay, gut. Wir wollen aber nicht hier raus. Wir wollen wieder Richtung Westen. Auch wenn es da nichts gibt. Obwohl, stimmt. Wenn es da nichts gibt, dann gehen wir doch gleich dann eine Etage nach unten. So. Ich weiß jetzt aber, was das Problem war, warum ich langsamer war. Man muss ja beim Rudern, sage ich mal, na komm, muss man, da kann ich gleich mal gucken, ob es da eine Animation gibt, ob der jetzt rudert. Muss man den Knopf gedrückt halten. Und jetzt habe ich aber wieder mehrfach drauf gedrückt und das ist nicht so förderlich. So. Ja, im letzten Part, am Ende wollte ich noch einiges sagen. Also ich bin echt begeistert von dem Update. Jedenfalls das, was bis jetzt so gekommen ist, was wir bis jetzt so gesehen haben. Also haben sie schon echt was einfallen lassen. Die Grafik an einigen Stellen. Ich meine, man hätte natürlich auch andere Sachen grafisch bearbeiten können, aber nein, sie haben das Wasser bearbeitet und das finde ich mal richtig genial. Das wäre so die letzte Idee gewesen, die ich gehabt hätte, was sie bearbeiten könnten. Aber sie haben es gemacht. Finde ich sehr, sehr geil und ich drücke schon wieder eins. Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Das gibt's nicht. Die sind viel schneller als ich. Ob das mein Boot jetzt noch groß überleben wird, ich mag es zu bezweifeln. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wo ich noch eins herbekomme, so schnell. Die kriegt man auch nicht so einfach. Ich muss mal gucken, wie man sich diese Dinger. Ach nee, die Kanus, die kann man sich nicht bauen. Das ist ein Problem. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr, sehr begeistert. Auch so, ich habe schon die ersten neuen Gegner gesehen, ich habe Affen gesehen, die neuen Areale sehen relativ gut aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Manchmal wünsche ich mir bei so Spielen, dass ich da selber Mitarbeiter wäre und so Inseln entwerfen kann. Was haben wir denn jetzt? Okay. Bitte eine Insel. Nö. Hier sieht es auch sehr. Das gibt es nicht. Die Haie. Ja. Die Haie machen mich fertig. Finde ich nicht so toll. Ich glaube, das. Ach. Oh, das sind Hammerhaie. Deswegen sind die so. Das sind hammerharte Haie. Haie. Haie, Haie. Deswegen sind die so aggressiv und so krass. Nein, das ist der dritte. Das schaffe ich nicht mehr. Das kann ich vergessen. Ja, ich versuche mal zu flüchten. Ich habe zwar keine Ahnung, wo es jetzt hingeht. Und ob ich da sicher bin. War auch. Ach man, das geht natürlich sehr, sehr geil schon wieder los. Das heißt, ich muss wahrscheinlich doch wieder zurückfahren. Und mal gucken, was in der anderen Richtung liegt. Ich weiß echt nicht, wo ich die Kanus herkriegen soll. Na, dann mach ich mir mal Gedanken. Da müsst ihr ja nicht unbedingt dabei sein. Mach ich mir mal ein paar Gedanken drüber, wie ich denn das am besten anstelle. Also zwei Gebiete schon mal wahrscheinlich nur mit Haien. So schnell auftauchen, Luft holen. Wo bin ich? Also wenn jetzt hier auch Haie sind, nur Haie, dann ja,
blöd. Ich sehe gar nichts mehr. Ja, Eier. Oh! Ach du meine. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ich, oh nein. Ich springe jetzt hier von Bild zu Bild. Das ist auch nicht der Sinn der Sache. Ich würde sagen. Ja, ich überlege mir mal, wo ich jetzt hingehe. Mache hier einen Cut. Und dann sehen wir uns dann gleich nochmal wieder. Bis gleich. So, meine lieben Freunde. Ihr seht, ich bin nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Ich bin jetzt wieder zu der Insel gegangen, wo die Affen sind und diese, dieser, ja, feindliche Stamm. Denn ich habe ein klitzekleines Problem, egal wo ich jetzt lang geschwommen bin. Also ob es jetzt E2, E3 oder G2 oder F3 war. Dort wurde ich von Haien gekillt. Das Problem kennt man ja schon. Allerdings habe ich jetzt eine schlechte Nachricht für euch alle. Ich steig mal hier aus. Ja, eine ganz, ganz schlechte Nachricht. Das rüsten wir mal aus. Ah! Kanu! Das holen wir uns doch. Jetzt gucken wir aber erstmal kurz hier, was die hier tun. Da. So, kriege ich dich jetzt platt. Ich kriege nicht so ganz platt irgendwie. Nee. Zum Glück habe ich gespeichert. Ja, ganz schlechte Nachrichten, denn ich empfehle euch nicht, wenn ihr das Spiel spielt, gleich am Anfang dort hochzufahren. Denn es gibt ein Riesenproblem. Dort gibt es auch wieder massenhaft Haie. Allerdings sind das diesmal Hammerhaie. Und ja, die sind schneller als die normalen Haie. Die machen euer Boot platt und dann natürlich euch. Ihr habt null Chance, also ihr habt absolut keine Chance. Da hat meiner Meinung nach Zitronia dann doch einen Fehler gemacht, denn ich habe keine Ahnung, wo ich da lang soll. Also, ich weiß es nicht. Ich bin etwas verzweifelt. Ich komme nämlich irgendwie da nicht mehr weiter. Und so wie es aussieht, muss ich jetzt wieder in die Mitte von meiner Karte. Und dann muss ich entweder nach, was weiß ich, Westen oder nach Süden oder nach Osten. Denn da geht es irgendwie nicht weiter. So, und jetzt habt ihr gerade gesehen auf der Insel, also ich habe auch keine Chance gegen die Typen. Wollte ich jetzt nur noch mal hier so ein bisschen was zeigen. Also fahren wir jetzt einfach mal die Karte hier entlang. Und gehen jetzt mal in Richtung... in Richtung H. Also H3 und H2. Das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn hier diese... Oh, das sieht so geil aus mit dem Regen. Ich kann es nur mal wieder sagen. Ja, das ist natürlich doof, wenn diese ganzen blöden Haie jetzt noch krasser sind und ihr wirklich nirgends mehr langkommt. Also ich weiß nicht, gefällt mir gar nicht. Ich meine, klar, es muss an einigen Stellen etwas schwieriger sein, aber man muss es auch nicht unbedingt übertreiben. Moment mal, ich überlege gerade, ob ich... Der hat doch gerade das... Was zum... Was war das? Was? No, wo kommt denn ihr her? Gibt's doch nicht. Und ich glaube, die waren schneller als ich, ne? Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt herkamen. Ich gehe mal in die... ja, Beobachtungsperspektive ist auch doof. Ich guck mal, wo das Boot ist. Weil ein neues Boot könnte man schon ganz gut gebrauchen, finde ich. Ich finde auch, uns steht das zu. Wir haben jetzt so viel gemacht, wir haben die auch gar nicht irgendwie jetzt angegriffen, wir haben weder ihre Mütter beleidigt oder sonst irgendwas gemacht. Also ich weiß nicht, warum die jetzt hier auf Krawall gebürstet sind. Weil ich bin eigentlich relativ nett. Tja, aber das interessiert die nicht so ganz. So, Boot, Schiff, hallo, da war gerade ein schöner Grafikfehler. Oh, 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 Pfeile, Hilfe, da ist ein Boot. Da sind zwei Boote, oh, das ist geil, Boote, hat er mit. Ich nehme sie. Ah, fahr. Nein. Ich... Oh. Was soll ich tun? Ich glaube, das wird hier echt ein Krampf. Ich brauche stärkere Waffen.
Nur ich habe jetzt auf den Inseln, die ich jetzt schon erkundet habe, zwei, ja zwei, die es bis jetzt waren, habe ich leider noch keine Materialien irgendwie gefunden, sowas wie Silber oder Gold. Also es scheint wirklich so zu sein, dass ich jetzt erstmal ja wieder zur Spinne muss. Also erstmal zu meinem Hauptlager. Und dann muss ich zur Spinne. Also im Hauptlager hole ich mir das Silber und dann kann ich bei der Spinne das Gold abbauen. Und ich hoffe, dass ich dort die Spinne im Prinzip erledigt habe. Sonst habe ich nämlich ein Problem. So, die Typen haben ein Boot und da rennt der Typ schon los. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Ihr könnt doch mein Boot hier haben, Leute. Ich bin da doch gar nicht so. Fairer Tausch. Kommt, ich bin Verkäufer und lasst mich in Ruhe. Ich krieg. Ah, die Beile. Ich schaue aus. Los. Ja, ganz action-like. Yo, yo, yo. Komm, komm, komm. Das gibt's nicht. Wieso sind die so schnell? Fahr, 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 fahr. Ey, Leute. Sieht ganz gut aus, oder? Ich werde verfolgt, aber so wie es aussieht. Ich stehe ja ganz an der Kante, auch geil. Ich glaube, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Verdammt, es sieht so gut aus. Konnte ich hier nach oben? Ich weiß es gar nicht. Ne, hier waren Haie. Also fahren wir jetzt mal ein bisschen runter. Lasst mich ja in Ruhe. Lasst mich ja in Ruhe. Da sind sie. Guckt euch an. Die sind schneller als die normalen Kannibalen, oder? Definitiv. Wie nenne ich die denn? Sind das jetzt die. Das sind die Laufboys. Die haben so ein hübsches Kostümchen an. Das sind jetzt die. Da will ich nicht hin, verdammt. Die Laufboys, nein. No. Ich bin doch so blöde. Was tue ich jetzt? Doch, ich will. Aber eigentlich nicht ohne das Boot. Ich guck mal, ob das Boot jetzt gleich wieder da ist. Also ich gehe jetzt dahin und gehe dann wieder zurück. Und dann müsste doch das Boot noch dastehen, weil ich es ja da gerade gewollt abgestellt habe. Ich hoffe. Ich hoffe, ich hoffe. Oder wir haben Glück, dass jetzt hier gleich eine Insel kommt, die ich euch noch zeigen kann. Ich darf dann nur nicht abspeichern, weil sonst komme ich nämlich nicht mehr zurück und hänge fest, wenn das Boot nämlich nicht an der Stelle ist. Wir gucken mal. Das müsste jetzt eigentlich H2 sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ihr seht, wir haben einiges zu tun. Jetzt ist es auch wichtig, dass wir uns wirklich gute Waffen machen, dass wir uns Rüstung machen. Was bis jetzt ohne Update eigentlich relativ, ja, hat man nicht unbedingt gebraucht. Aber jetzt sieht das Ganze etwas anders aus. So. Das sieht doch schon wieder aus wie nur Haie, oder? Ich glaube, ja. Aber wenn jetzt hier gleich Haie kommen, dann definitiv. Ich sehe nämlich noch keine Insel. Ich möchte aber nicht so weit rausschwimmen. Eigentlich würde ich jetzt speichern, um das auszuprobieren, aber ich möchte nicht speichern. Habe ich etwas Angst. Seht ihr ein Hai? Seht ihr eine Insel? Ja. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ich sehe eine Insel. Aha, ich sehe eine Insel. Und keine Haie. Wollen wir zu der Insel? Wollen wir zu der Insel? Nö. Wo bin ich jetzt? Okay. Nein, wir wollen jetzt erstmal nicht zur Insel. Ich gehe zurück und gucke wegen dem Boot. Und ich hoffe, das Boot ist noch da. Und, ja, dann geht's zur Insel. Also jetzt nochmal zurück. Wenn wir jetzt im Osten sind, dann ist Westen richtig. Also ich weiß nicht, die Ladezeiten kommen mir immer noch verdammt lang vor. Aber wie gesagt, die Ladezeiten wurden verkürzt. Ich habe jetzt nur eine Ladezeit, mal getestet. Kann ja Zufall gewesen sein. Aber die sind von 60 Sekunden runter auf 38 Sekunden. Also es müsste einem jetzt ungefähr halb so lang vorkommen. Aber ich weiß nicht. Ich bin mir da. Ich weiß nicht.
So. Also es dauert auf jeden Fall immer noch lange. Es wäre echt praktisch, wenn man hier in dem Wartemenü irgendwie, was weiß ich, Pac-Man spielen könnte. Nee, wenn man hier das Crafting Guide sich mal durchgucken kann, was man jetzt als nächstes braucht. Es ist etwas, ja, verschenktes Potenzial, muss ich sagen. So, da ist es, da ist es. So, sind meine Freunde weg. Sieht ganz so aus. Diese blöden Säcke. Ich verstehe aber jetzt eine Sache nicht. Hier unten diese ganzen Muscheln. Boah, der Himmel, das ist so Hammer. Ich speichere erstmal. hier unten diese ganzen Muscheln, die haben jetzt inzwischen so viele verschiedene Farben. Also ich weiß, dass es vorher ab und zu mal eine rote gab, aber das hatte keine Bedeutung. Vielleicht ist es ja jetzt so durch die ganz verschiedenen Farben, dass in einer, was weiß ich, weißen selten was drin ist. Ja, ist das, Elfenbein ist ab und zu mal eine, in der roten ist relativ häufig eine und keine Ahnung, in der goldgestreiften ist immer eine drin oder so. Das wäre natürlich praktisch. Gut, dann gehen wir jetzt zur dritten Insel. Aber ich glaube, einige haben schon damit gerechnet. Ihr seht ja auch gerade, wie das Video, wie lange das noch läuft. Das machen wir im nächsten Part. Da haben wir noch ein bisschen die Spannung und da kommen wir dann gleich wieder in eine neue Insel und dann habe ich auch einen Titel für mein Video. Neue Insel? Ne, Insel 3. Ich muss sowieso mal gucken, wie ich das alles nenne. Damit ihr so wenig wie möglich verpasst. Ja gut, damit ihr so wenig wie möglich. Damit ihr so wenig wie möglich verpasst. Entschuldigung, es ist schon spät abends. Aber Cube Life ist wichtig. Damit ihr so wenig wie möglich verpasst, ist es sowieso am besten, jedes Video zu gucken. Da empfehle ich euch noch mein normales Let's Play. Das sind 40 Parts. Oder mein Tutorial, wenn ihr wissen wollt, was ihr wie bei Cube Life machen könnt oder sollt, möchtet. Und da seht ihr so einige Tipps, Tricks, Geheimnisse, wo die Schätze sind und so weiter. Und ja, natürlich diese Videos. Und abonnieren wäre natürlich auch vom Vorteil, aber das ist euch überlassen. Es ist kostenlos, könnt ihr euch machen, da verpasst ihr jedenfalls kein Video mehr. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil dann sehe ich, dass diese Videos bei euch ankommen. Auch wenn ihr mir Kommentare schreibt oder wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Das ist immer schön zu sehen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich danke euch hier erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, beim nächsten Part seid ihr wieder mit dabei. Wenn ihr wissen wollt, welche Insel wir jetzt besuchen. Ja, also dann danke und bis zum nächsten Mal.